liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry New Dawn. Warum zurück? Ja, weil die drei Folgen schon gemacht worden sind. Nachdem Far Cry Primal, ja, Anführungszeichen, Desaster zum Ende, würde ich mal sagen, geht es heute weiter mit New Dawn. Und ich habe hier einen meiner momentan treuesten Abonnenten mit am Start. Also tatsächlich spiele ich auch ein bisschen mit der Community, mit dem Rennrad. Ich glaube, René heißt du richtig, ne? René, genau. Freut mich, dabei zu sein. Danke. Das ist schön, auf jeden Fall. Ja, du hast immer wieder meine Videos kopiert, kommentiert also, und hast gesagt, ich suche ja immer wieder Leute auch für, zum Mitzocken und also dran, auch aus der Community. Das sage ich auch sehr oft und alles. Und dann hat sich dann mal gemeldet und mal gesagt, ey, warum machen wir nicht einfach mal New Dawn zusammen? Wollte es eigentlich mit jemandem anders machen, mit Bernie zusammen, mit dem ich das eigentlich, das Far Cry 5 Let's Play zusammen gemacht habe. Der hat dann leider das Spiel nicht mehr irgendwie sich geholt, hat irgendwie auch keinen Bock mehr dran und um und dran. Deswegen habe ich mir dann jemand anders gesucht und heute geht's endlich los. Jo, genau. Wir machen ein bisschen was anderes. Es wird tatsächlich kein 100% Let's Play. Das habe ich mal gerade auch so ein bisschen besprochen. Also es werden nicht wirklich auf Platin-Trophäe gezockt. Das ist klar. Bin ich auch nicht der Typ für. Ich habe, glaube ich, ein einziges Spiel habe ich tatsächlich damals auf 100% gespielt. Das war Need for Speed Most Wanted. Need for Speed. Ja, für die PS3, ne? Da habe ich wirklich alle Rennen durchgezogen. Ja gut, wer hat das nicht auf der PS3? Das war ein geiles Spiel, das war wirklich ein geiles Spiel. Ja, man könnte sagen, mit das war ein einfach. Bis mal so, wenn ich Need for Speed gezockt habe, sag mal bis Carbon. Das waren so für mich die wirklich guten Need for Speed. Ja. Ich habe zwar viele tatsächlich auch noch gespielt, also natürlich habe ich, wer ist es hier, Need for Speed Payback und so habe ich gespielt, das fand ich aber bei weitem nicht so gut wie die alten Teile. Gut, was haben wir denn für Missionen? Also, Story-Mission, der Ausbruch, das sind 2100 Meter. Rette Rush aus dem Kohlebergwerk. Das sollten wir. Genau, die Vorbereitung, die habe ich gemacht und alles drum und dran. Schätzung, Ausposten, wir haben halt so viel Zeugs noch zu erledigen. Legen wir dann überhaupt mal los, die ersten Schritte hier in Hope County. So, ja, bevor wir loslegen, muss ich gleich mal fragen, wie sieht denn dein Waffeninventar bis jetzt aus? Wahrscheinlich leer. Wahrscheinlich leer, ne? Was meinst du mit Waffen? Meinst du das, was ich fertig habe oder was ich noch zum Herstellen habe? Was du gerade fertig hergestellt hast, was du dabei hast. Ich glaube, die Kette ist Ding. Ich kann dir warte direkt mal. Als Anfangstipp das, geben. Den Sägeblattwerfer. Der ist schon mal ganz gut, dass du den dabei hast. Und vielleicht solltest du dir direkt an der Werkbank hier eine verrostete ARC oder so bauen. Dass du eine Hauptwaffe hast, wo du gut in den Hauptkampf mit reingehen kannst. Warte mal gerade kurz, Wurfgeschosse, Wurfmesser. Ich würde gerne mal. Kann ich nicht den für die Sägeblätter herstellen? Habe ich dafür das Inventar nicht oder was? Die kannst du selber, glaube ich, gar nicht. Die kannst du nur an der Werkbank herstellen, glaube ich. Gut, das würde ich nämlich gerne machen. Ich würde gerne mal die Dinger fertig machen. So, jetzt gerade ich loslegen. Werkbank. Waffen, stelle Waffen her. Das ist. Und ein Bogen. Bogen ist auch sehr, sehr wichtig. Wird sehr, sehr, sehr wichtig für uns. Was ist da für ein. Okay. Also ich habe wie gesagt meine Waffen deinen angepasst, so ein bisschen, damit die deine die Stärke haben. Ja, weil wie gesagt, ich will auch nicht hier komplett durchgezogen werden. Ja, eben, das ist das. Das soll ja ein bisschen interessant bleiben. Wenn ich dann schon mit meinen durchgestellten Waffen. Bogen kann ich nicht herstellen, wenn mir dafür die Materialien fehlen. Ah ja, gut, okay, dann werden wir die noch sammeln. Ja, das machen wir aber so. Das passiert im Laufe des Spiels automatisch, mehr oder weniger. Ja, wir werden viel wahrscheinlich eher Gegner looten. So. Ja. Genau, dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Haben wir wohl einen Schnellreisepunkt, wo wir hingehen könnten? Ich bezweifle es, dass du schon einen hast. Weil das ist ein ordentliches. Weil da oben ist nämlich die. Da sparen die nämlich hart mit. Da sparen die nämlich wirklich hart mit den Schnellreisepunkten hier. Anfangs. Oh, hallo? Hier spricht B. Nee, müssen wir tatsächlich hinfahren. Gut, ich würde jetzt aber sonst mit Dings mal anfangen. Hier unten was näher ist es der Kollege Bean. Der ist nämlich nur 600 Meter weg. Den Bean? Ja, ich habe den gerade. Den habe ich, hab ich gerade auf den Markt gesetzt, weil der ist. So, dann fahren wir jetzt mit dem Auto. Oder beziehungsweise hier ist ein Quad. Sehr gut. Dann. Könnte man eigentlich direkt nehmen. Ja, das war kein Plan. Fast fährst du? Du hast wahrscheinlich mehr Skills zu fahren. Kann es ja. Dein Vertrauen in allen Ehren, aber.
Also du sitzt hinten drauf, ne? Ja, ja, ich bin dabei. Alles gut. Ich hatte schon... Schnell mal losgefahren. Nee, ich hatte schon was gesagt, wenn ich richtig mitgefahren bin. Ja, das eine ist immer noch die Hauptmission da hinten, glaube ich, markiert. Diese 1800 Meter. Ja. Also eher den weißen Punkt anfahren. Ja, da sind wir ja gleich 400 Meter nach. Ja, ich habe einige gesehen, die hier tatsächlich auch das Spiel hier geletzt haben. Und das haben wir natürlich ein paar Mal gemeldet und alles und dran. Also da kommt einer mal irgendwie was... zu geschrieben, dass man Bock auf eine Koop hatte oder Kooperation hätte und alles drum und dran. Das ist schade eigentlich, weil man auch gerade in diesen YouTube-Gruppen immer sehr viel Kooperationen machen kann. Ja, eben. Und ich finde das Spiel eigentlich, auch wie die anderen Farquhar-Teile, sehr, sehr gut für Koop. Ich finde es sehr schade, dass es Prime nicht im Koop gibt. Ja, das hätte es wahrscheinlich einfacher gemacht. Aber deswegen finde ich so Spiele wie Koop, wenn du eine Koop-Story hast, einfacher als, ein bisschen abwechslungsreicher, was man halt viel mehr machen kann. Ja. Hier, du musst mit dem Kerl hier reden. Warte mal. War ich im Kerl? Wenn ich hier gerade vorbeigerannt bin. Der hier rumsteht. Ja, genau. Ich guck mich mal um, was hier so rumliegt in der Zeit. Ich bin Bean, der Schöpfer von Wikibinia. Der Laden deines Vertrauens für Karten und Infos. Wikibinia. Alles, was du wissen musst. Das Problem ist... Ein bisschen Panzertape. Hast du das Panzertape gerade auch bekommen? Nein. Moment. Ja, gut, dann. Ich hoffe, du kannst das jetzt hier oben auch einladen. Aber ich weiß, wer mich in die Pfanne gehauen hat. Richard, mein Angestellter. Der Kerl ist spielsüchtig und lässt sich regelmäßig von diesen Highwaymen abziehen. Er hat ihn bestimmt irgendwo versteckt, damit sie ihm den nicht sofort abnehmen. Die sind nicht besonders nett oder respektvoll. Wir sind nicht weit weg von dem Ort, wo er immer zockt. Wenn du ihn erschreckst, rennt er mit Sicherheit schnurstracks zu seinem Versteck. Und du weißt ja, meine Knie und meine Lunge und die Augen. Naja, bitte hol meinen Businessplan zurück. Wenn du mir jetzt den Rücken wäschst, wasche ich dir später dein. Großes Wikibinia-Ehrenwort. Okay, wir müssen, haben eine Story-Mission, die da heißt Pechsträhne. So, dann gehen wir die mal verfolgen. Nehmen wir die mal. Du hattest gerade irgendwas. Ich muss das Ding mal da wegnehmen, diese Markerpunkte oben wegnehmen. Wenn du hier oben liegt Panzertape rum. Wenn du hier hoch springst, kletterst. Vor die Kante stecke, ne? Und hier das Fenster. Lag bei mir hier drin Panzertape. Ja, liegt hier oben 3 Rollen oder 4 Rollen oder okay. Sehr gut. 11 Rollen sind's. Dann kann ich dir die schon mal nicht wegklauen, das ist schon mal sehr gut. Ja, ich hab egal. Ich glaube, du kannst ja sonst ein bisschen droppen. Ja, ob ich jetzt. Ne, droppen kann ich glaube ich selber nicht. Wo hast du? Aber wenn ich glaube, das ist wie bei Far Cry 5. Das ist alles, was ich loote, dass du das auch looten kannst. Cool, wir brauchen auf jeden Fall noch einen so ein Ding. Und muss noch eine Ladung sein. Weil ich habe gerade 2 von 3 angezeigt bekommen. Ich möchte die... Ah, hier unten ist noch einer. Ich wollte gerade die ganze Zeit meinen Jägerblick anmachen, aber das funktioniert ja gar nicht. Na, das funktioniert nur in Primal. Ja. Wie hast du ihn gefunden? Nee, ich suche gerade. Hier, da. Oben drauf lang wird. Hast du, wunderbar. Haben wir das auch erledigt. Gut, dann machen wir uns mal auf zu der Farm. Haben wir, oder? Jo. Oh. Jo. Kenn ich. Was ich nicht ganz verstehe ist, es gibt endlich Motorräder, aber die haben alle einen Beiwagen. Ich hatte jetzt gedacht, irgendwelche Viecher, irgendwelche Löwen oder was auch immer. Aber das ist auch wieder weg. Naja. Vielleicht sollen wir da nicht ganz so reinstürmen. Ich weiß zwar nicht genau, was uns erwartet, aber da erwartet bestimmt irgendwas. Ja, deswegen würde ich gerade mal da auch. Bin ich mir sicher. Ja, ich würde jetzt gerade so mal. So wie ich Far Cry kenne. Ja, scheiße, klappt nicht. Auch jetzt wollte ich gerade die Eule nehmen.
Jawohl. Na komm her, Kollege. Lauf, komm. Jetzt wieder hin. Bleib doch nicht stehen, Jungen. Wie sollen wir dich verfolgen, wenn du einfach stehen bleibst? Ich bin so verschwitzt. War nicht viel Gegner gerade. Nee. Mit okay. Kleinen Arm, glaube ich. Einige Tiere tragen Beute in ihren Bau, voll gehen und dann mehr Gegenstände erbeuten. Okay. Ich brauche Hilfe. Ehrlich? Den Tipp habe ich gerade unten links angezeigt bekommen, ja. Okay. Krass, das wusste ich noch nicht mal. Sehr gut. So. Bitte tu mir nichts, ich bin offensichtlich unbewaffnet. Hier gibt's wieder. Tape Roll. Vier Stück. Also ja, die sind überall auf der Karte, sind so kleinere Verstecke verteilt. Oh Gott, bitte hilf mir! Wenn es um Wikibenia geht, es tut mir leid, ehrlich! Okay, ja, ich habe meine Klamotten beim Kartenspielen verloren. Ha, ha, ha. Ich habe ein Problem, okay? Ich wusste ja nicht, dass es so schlimm wird. Ich war einer von Beans Speern und ich dachte, wo die Highwaymen doch so viel herumkommen, wären sie eine gute Informationsquelle. Sie sagten, wir spielen darum. Und auf einmal hatte ich Beans ganzen Krempel verloren. Das Einzige, was ich denen noch anbieten konnte, waren meine Klamotten und Beans Businessplan. Der Plan ist in meinem Geheimversteck, in einem kleinen Bunker hinter dem Hügel da. Ich schwöre, ich zocke nie wieder. Hilf mir! Oh Gott, bitte hilf mir! Okay. Okay, wir müssen da hinten in den Bunker. Auch da sollten wir nicht so reinstürmen. Hier liegt übrigens was. Ich denke auch. Pistolen, Munition. Munition, sehr gut. Oh, da hinten da, du hast direkt recht gehabt, da hinten stehen sie, ich markiere sie mal mit dem Fernglas. Ich weiß noch nicht, wie viele das sind. Also ich habe bis jetzt drei entdeckt. Die kommen auf uns zu auch, die drei. Ich habe zumindest auch noch einen. Oh ja. Aber den kriege ich hin. Den einen habe ich. Aber ich werde noch mehr entdeckt irgendwo. Okay, ich hab die drei. Okay, aber hier ist auch noch einer. Da kommen noch welche, ja. Oh, da kommt ein schwerer. Oh, oh. Hey Cap, die Highwaymen zu bekämpfen ist kein Kinderspiel. Wenn du dich einer Übermacht ja, ich hab's da. Ich hab auch einen weg. Du findest sie in Hope County. Und vergiss nicht, die Leute in Prosperity helfen dir so gut sie können. Da ist noch einer. Sie werden dich nicht enttäuschen. Ist da noch einer? Ja. Oh ja, hier ist auch noch einer. Na, oh. Ich wollte ihn. Hab ihn. Ja, sehr gut. Das war der Plan. Diff. Einmal kurz, zack, zack. War noch einer weg. Gut. Ja, der Mistkerl hat einfach ein Schild gehabt. Einfach mal kurz. Ja, ja, ich weiß, das war der Plan, aber deswegen wollte ich den ja umzingeln. Ja. Also ich wollte, du hast den jetzt gut abgelenkt, ich konnte dir fast in seinen Rücken gelaufen. So, ich vermisse ja, jetzt gerade die Karte so ein bisschen, wo man die ganze Zeit, wo die Gegner gestorben sind, weil ich würde die gerne noch ausluten. Oben auf dem Radar werden die als kleine X angezeigt. Ist hier kein Radar? Achso, da ganz, ganz oben. Ja, ja. Okay, jetzt weiß ich, was ich meine. So, zack, zack, zack. Dicks Bund Bunkerloch. Ja, ich kenne das halt aus Primal Dark Fenster. Da hast du nämlich die Karte unten links. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin gestern Abend. Ich habe ja extra New Dawn jetzt was schleifen lassen und liegen lassen, damit. Ich nicht so in dem Spiel drin bin, wenn ich mit dir spiele. Und ich spiele dann nebenbei jetzt auch Primal. Und bin gestern Abend ins Spiel reingegangen und um Waffenauswahl und sowas zu ändern. Musste auch erstmal gucken, dass ich wieder klarkomme. Ja. Erst mit Karte gesucht und all sowas. Oder was ich gerade eben hatte, wo ich das Fernglas rausgeholt habe, war ich ganz überrascht, dass da keine Eule kam im ersten Moment. Ja, man muss jetzt sich jetzt ein bisschen wieder mal komplett umgewöhnen. Ja. So. Pfeile voll, okay. Haben wir hier eine Panzerfaust? Ne, bin ich kein Fan von.
Die ist mir jetzt unbeweglich. Ich bin so ein Fan von Bögen. Schrotflinte ist mir zu wenig Reichweite. Ja. Gut, dann müsste ich eigentlich alles... Ne, einer müsste noch rumliegen. Hier hinten liegt einer. Ich glaube, ich hab's alle. Na, einer fehlt noch, wie gesagt. Oder? Nee, stimmt, mir fehlt auch noch einer. Aber... Dieses Radar, hier, was da oben ist, das erinnert... Was, wo? Das eine, das Radar erinnert mich gerade so ein bisschen an Assassin's Creed. Das, die haben das nämlich genauso. Ehrlich? Ja. Ja gut, Ubisoft halt, ne? Ist Assassin's Creed Ubisoft? So, ja, oder? Ja, klar, ja, natürlich. Ja gut, kann sein, ja gut. Natürlich. Warte mal, hier ist was zum Blödern. Bei Sägeblattwerfer, jawoll. Soll ich bitte. Ah, ich liebe die Dinge. Jawohl. Die sind so schmerzhaft, die tun so weh. Hier sind wieder Zahnräder. Und damit habe ich das auch erledigt. Damit haben wir das auch ausgelootet. Sorry, wir gucken uns da gerne mal auch ein bisschen um. Ja, das muss man in dem Spiel auch absolut, weil wenn wir das so gar nicht, wenn wir das komplett schleifen lassen, haben wir irgendwann den Punkt erreicht, wo wir nicht mehr klarkommen. Aber. Hier brennt die Bude da. Hier geht's ab. Hier ist der Safe. Hast du Sprengstoff? Das ist schwierig, der ja. Yep. Ah, wir sollten aus dem Raum hier raus. Okay, ich sinde. Du. Wunderbar. Jawohl. Titan, Erste-Hilfe-Set. Und wir brauchen den Business-Plan immer noch. Wo ist denn der? Der müsste hier sein. Ah, hier hinten. Ich hab ihn ja gesehen. Hab ihn. Da liegt noch ein Zettel noch. Sehr gut. Oh Gott, so klingt meine Stimme. Hat meinst du noch was zu lesen? Ich wollte sagen, dass ich umziehen musste. Aber ich schätze, ich bin jetzt näher an dem Ort, an dem du vermutlich bist. Geh nach, Süden, glaube ich. Du findest mich schon, ganz bestimmt. Ja, gut. Wir haben noch was zum Lesen. Auf jeden Fall einen Anstellungsbrief. Lieber Herr Richard, Glückwunsch, die Bewerbung bei Wikibinia ist akzeptiert worden. Sie sind der allererste Späher, das ist eine Ehre. Es soll mit einem Mal so brutal sein, anzurechnen auf eventuell akkumulierte, schwere Worte. Ressourcenwerte, denken Sie daran, dass Sie mir helfen, den Traum zu verwirklichen, über den mein Papa immer geredet hat. Ihr Beitrag zu dieser Firma ist unermesslich. Danke, seien Sie stolz auf sich und denken Sie daran, hier bei Wikibinia waschen wir uns gegenseitig den Rücken. Ja, eine Hand wäscht die andere, genau. So. Wunderbar. Okay, dann haben wir das auch soweit. Nach dem Untergang der Welt trotzdem wieder so ein Franchise angehören. Ja, genau, das war ja das, was wir noch haben. Da kommt irgendwas dann gefahren, ein Auto oder so. Ja, aber friendly. Ja, ich war aber gerade kurz beobachtet worden. Ja, ich auch. Ich habe ihn auch entdeckt. Hier hinten läuft er. Der läuft auch weg. Hier ist der eine Typ, den ich noch plündern wollte. Gut. Jawohl. Nee, der steht immer noch. Jetzt nicht mehr. Aber der hat Freunde. Der hat aber Freunde, da kommt noch. Der hat Freunde, ne? Ja, oben. Oh, wieder so ein Schildtyp. Wunderbar. Genau. Ich dachte mir, ich, Einfach wieder gestochen. Da ist wohl noch mehr. Da hinten, auf deiner auf deiner Uferseite. Deswegen spiel ich hier. Was haben wir hier? Okay, neue Pflanze. So, den nehmen wir mit. Ich brauche eine neue Pistole. Die Uzi, die verzieht nämlich gerade sehr schön. Mit der kannst du nicht wirklich arbeiten. Komm mal her hier.
Und eine Faustwaffe, meinst du? Seitenwaffe? Ja. Normale Pistole. Ja, ja, genau. Schade, dass es nicht klappt wie in Mafia. In Mafia würden nämlich jetzt die Krokodile ankommen, Alligatoren. Ich habe das immer gerne gehabt, ich habe Trophäe bekommen. Ich habe die Typen dann immer, als ich die dann jetzt erschossen habe. Ich bin ja auch so einer, der gerne mal ein bisschen sneaky geht. Ja, ja. Ja, ich nehme mich auch, ich liebe das voll. Ja, und so, dann fahren wir mal zurück, würde ich sagen. Weil ich hoffe, wir sind soweit für dich. Und arbeite mich halt gerne so ein bisschen aus dem Hinterhalt auch hier rein. Bei Mafia habe ich das auch gerne gemacht. Da habe ich einfach von hinten kurz mit erwürgt. Auch in Uncharted zum Beispiel. Ich mache das auch. Ich mache das teilweise bei Far Cry Primal zum Beispiel. Jetzt mache ich das nur, dass ich... lass uns laufen. Das ist, glaube ich, einfacher, wenn wir laufen. bei Far Cry Primal mache ich das zum Beispiel nur, dass ich die ganzen Außenposten nur mit Messer mache. Ich arbeite die... Oder ich lasse also, die mit Tiger durch den laufen. Ich hab ja einen Säbelzahntiger gehabt. Achso, ja genau, den kann man auch durchlaufen lassen. Ich würde ja klatschen vor Freude. Das geht auch gut. Papa hat immer gesagt, das machen nur Babys und Clowns und ich bin beides nicht. Weißt du noch, wie ich sagte, ich wasch dir den Rücken? Tja, ich mache jetzt meine Wikibinia Hauptfiliale in Prosperity auf. Meine Späher sammeln Infos und ich krieg wieder neue Karten und, naja, du wirst schon sehen. Mit diesem Businessplan wird Wikibinia international. So wie Papa meinte, wie es früher war. Alle werden uns helfen und spenden. Das wird super. Wir sehen uns bald in Prosperity, ja? Ja, ich kann's kaum erwarten. Dann mach's gut. Bis bald. So. Voll. Pechträne abgeschlossen. Somit haben wir den ersten Experten für unser Dorf. Jawohl, ja. Genau. Kommen wir schnell hier hin. Oder es ganz anders machen. Hier liegt nämlich noch ein Sammelobjekt, habe ich gerade gesehen habe. Ja, warte, ich hole nur kurz eben das Tape hier. Fehlen aber 4 Stück. Du redest von dem... von diesem Audio-Dings, ne? Genau, und das Tape hier. Ja, das sind beide Tapes, habe ich mitgenommen. Es fehlen aber noch 2. Moment. Noch 1. Und dann haben wir alles. Mir wurde das gar nicht zusammen angezeigt, wie viel fehlt. Noch eins. Mir wurde ein leeres Feld angezeigt, merkwürdig. Hier wird irgendwas angezeigt. Das Messer da ist voll, deswegen kann ich das auch nicht ziehen. Warte mal, hier fehlt immer noch. Ich glaube, hier fehlt. Hier hinten ist ein Schuppen. Ah, dann wird das. Ja, dann wird das letzte sein, ja. Und hier ist wieder was zum Lesen. Von der Seite im ganzen County gibt es nicht mehr einen einzigen funktionierenden Motor. Benzin gibt es einfach nicht mehr. Aber irgendwie muss es doch möglich sein, dass Motoren auch mit Holz oder Kohle laufen. Und ich werde das höchstpersönlich herausfinden. Ich habe ein Vorrat auf der anderen Seite vom Weg verrammelt. Da sind sogar ein paar Songs auf dem Player, um die Zeit durchzuschlagen. 3 Jahre Kollaps kriegen wir mich nicht kein. Schau dich an, hier kommt ein Mädel, das anpacken kann. Okay. Dann haben wir das auch soweit fertig. Warte mal, hier ist noch ganz was plündern. Kupfer, Munition, wunderbar. Ich hab immer mal wieder ein Fahrzeug vorbei, da kriegt man immer mal so ein bisschen... Panik. Ja, ich habe auch bin direkt in Deckung gegangen und hab den Bogen gezückt. Gut, dann haben wir als nächstes, das ist die Story-Mission, die haben wir soweit fertig. Genau, Helferauswahl, wir könnten jetzt natürlich noch einen Helfer uns holen. Welchen Helfer? Wir haben aber keinen verfügbaren, gerade. Welchen Helfer willst du denn holen? Ich hätte gern so einen wie Jess. Ein Scharfschütze. Wie aus Far Cry 5. Oh, ja, warum werden die mir eigentlich nicht auf der Karte angezeigt? Merkwürdig. Auf jeden Fall, werden dir die Helfer denn schon auf der Karte angezeigt? Nein, noch gar nicht, ich bin noch nicht so weit. Dann sage ich da gar nichts zu. Alles gut. So, dann haben wir den ersten Vorteil erfahren. Wie gesagt, die Folge wird jetzt gleich zu Ende sein. Yeah. Weil wir haben den Kletterhaken. Das ist gut. Die Kletteranfrage spät, sehr gut. Ja, ja, da habe ich erstmal wichtig. Das ist mal wichtig. Ja. Step by Step, wenn man jetzt die Vorteilspunkte. Wenn ich dir dann den Tipp geben darf, guck danach als am besten auf gut bewaffnet und dann schwer bewaffnet. Das sollten die nächsten beiden Skillpunkte sein, die du auf jeden Fall vergibst. Mhm.
Gut, das haben wir weil, hier weil du dann deine Waffenauswahl schon mal auf Maximum hast. Das ist auch sehr wichtig. Ja, ich würde jetzt als nächstes auf den nächsten Helfer gehen, oben auf Celine. Ja. Aber das würde ich mal sagen, machen wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall. Dann danke ich euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Far Cry New Dawn. Und dann geht's hier hoffentlich weiter demnächst.